sind hier im Forstbetrieb Weißenhorn heute. An dem Forststand war mein Opa schon Förster, über 30 Jahre lang. Und jetzt jagen wir heute rings ums Kloster Rockenburg. Und Wetter ist herrlich, ich bin gespannt, freue mich, den Platz kenne ich schon. Bin guter Dinge, dass da was geht. Vorne vielleicht 200 Meter, dann geht's rechts rein. Und dann sind wir am Start. Herrlich mit der Sonne. Wahnsinn. Servus und hallo zum ersten Drückjagdbeitrag für diese Saison. Ein Video, das zeigt, wie nüchtern viele Drückjagden in der vergangenen Saison Corona-bedingt abgehalten wurden. Alles Gesellschaftliche fehlte und somit das Sammeln vor der Jagd oder auch das Streckelegen danach. Für viele Jäger erzeugte der pandemiebedingt ungewohnte Ablauf ein Gefühl von Unvollkommenheit in der Sache. Ist es doch neben der Zielsetzung in erster Linie effektiven Jagens auch ganz besonders der gesellschaftliche Aspekt, der auf Bewegungsjagden zum Tragen kommt. Minusgrade, eisiger Wind und blauer Himmel. Hubert ist von der Witterung überzeugt. Ja, also Wetterverhältnisse sind perfekt. Geis und Kitz hat uns auch gerade schon angewechselt, aber für die Entfernung war es leider zu schnell. Freigegeben ist heute alles Rehwild außer Böcke. Wir sind in Bayern, die haben Schonzeit. Und Schwarzwild außer führende Bachen. Und Dammwild, wenn vorkommt, da ist hier vor einigen Jahren ausgebrochen und die sind wohl immer noch so sporadisch da, dürfen wir alles erlegen, was an Dammwild vorkommt. Ja, gute Freigabe, Wetter passt, jetzt ist angerichtet. Hier hatte Hubert einen wirklich sehr spannenden Platz bekommen. In den Vorjahren hatte er hier bereits immer wieder guten Anlauf gehabt. Die Kälte zog durch Mark und Bein. Es war in der Tat zapfig an diesem wunderbaren Winterjagdtag. Immer wieder Hundegeläut aus nah und fern, doch der Anblick hielt sich wieder erwartend in Grenzen, bis es auf einmal sehr schnell ging. Weidmanns Heil, Hubert. Ja, jetzt kam gerade ein Bockhit, Hunde vor den Hunden, kam raus, kurz verhofft, ist dann noch ein Stück weiter, hat dann an der Birke nochmal verhofft und da konnte ich es dann sauber strecken, einwandfrei, Anfang ist gemacht, freut mich, herrlichstes Wetter, herrlicher Jagdtag und auch noch Beute gemacht, Wahnsinn. Ja, Jagd vorbei, hat gut geklappt bei uns. Ein Kitz liegt, hat der Ansteller jetzt mitgenommen, ist er leider Corona-bedingt kein Streckelegen mehr. Bisschen schade, man kommt nicht mehr zusammen. Aber so sind die Dinge. Wir müssen froh sein, dass wir überhaupt so noch jagen können in dem Format. Und ja, wie gesagt, das Kitz kam, wir hatten nochmal Rehwildanblick, aber halt direkt vor dem Hund, da ist nichts zu wollen, wenn die flüchtig sind. Man schießt da die Rehe am besten mit 4 Läufen am Boden, wenn sie sauber stehen. Dann gibt es auch gutes Wildbrett für Weihnachten. Und das bei diesen vorweihnachtlichen Temperaturen und Kulisse einfach herrlich. Schön, schöner hätte es nicht sein können. Das Team von Jagdmomente wünscht allen Abonnenten für die aufgehende Drückjagdsaison guten Anlauf, schöne Erlebnisse und Weidmanns Heil. Servus und bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal.